Hallo und willkommen zu einem Video über die Rauhnächte, über das gemeinsame Orakeln in den Rauhnächten. Ich bin wie immer Daniela von Sonne, Sand, Meer, Tarot und die Rauhnächte, das ist eine sehr schöne Tradition hier bei uns, ich sag mal im europäischen Raum. Ja, in anderen Ländern im englischsprachigen Bereich finden wir diese Traditionen nicht und diese Tradition der Rauhnächte kommt eigentlich so aus den alten keltischen Kulturen und aus einer Zeit, wo wir eigentlich noch viel enger mit der Natur verbunden waren, wo es keine elektronischen Geräte gegeben hat, wo die Menschen die Sterne und das Wetter noch vom Himmel gelesen haben und vielleicht auch ein bisschen abergläubisch waren. Dennoch hatten sie aber auch wichtige Bräuche und Traditionen und diese alten Bräuche und auch der damit verbundene Aberglaube hatte mit Sicherheit viel Unsinn, aber auch ganz viel Wahrheit in sich. Und diese alten Bräuche und Weisheiten beinhalten immer noch Segnungen, die in unserer heutigen Zeit wichtiger sind als je zuvor. Eben gerade, weil wir in diesem Technikzeitalter leben, in dem wir uns von der Natur so entfremdet haben. Und dieses Technikzeitalter hat seine Tücken und eine davon ist eben, dass wir die Verbindung zur Natur und zur Erde und zu unserer Umwelt verlieren, den Bezug zu dem, was um uns herum passiert. Und ja, deswegen sind diese 12 heiligen Nächte für mich immer eine willkommene Gelegenheit, um zurückzufinden in den Einklang mit der Natur. Und so wie ich es praktiziere, dauern diese 12 heiligen Nächte vom 25. Dezember bis 5. Januar. Es gibt andere Bräuche, manche fangen schon am 21. Dezember an. Ich habe es gelernt, dass man am 25. beginnt und so praktiziere ich es auch weiter. Und ein Mondjahr an sich besteht aus 354 Tagen. Demnach fehlen 11 Tage bzw. 12 Nächte zu unserem Sonnenjahr mit 365 Tagen. Und diese Tage, das sind die Rauhnächte. Und wie gesagt, sie beginnen in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. Also es geht vom 25. Dezember immer von 0 Uhr bis 24 Uhr. Und damit enden sie in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar. Und naja, was hat man in diesen Tagen gemacht? In diesen Tagen und Nächten wurde immer viel orakelt. Man verbrachte diese Zeit im engsten Familien- und Freundeskreis. Man hat nicht gearbeitet. Und wichtig ist in dieser Zeit, dass wir unsere Aufmerksamkeit nach innen lenken, immer wieder, dass wir uns ausruhen, Kraft sammeln, dass wir entspannt schlafen und uns eben möglichst gut an unsere Träume erinnern. Und man sagt, jeder dieser Tage steht symbolisch für einen Monat im neuen Jahr. Und wir haben an bestimmten Tagen auch die Möglichkeit, Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, auszugleichen, damit sie sich im neuen Jahr nicht manifestieren. Und wir schauen jetzt einfach mal hier in meinen Kalender hinein. Und zwar, wir haben ja hier am 21. Am 21. Dezember haben wir den Tag der Wintersonnenwende. Das ist quasi der Tag mit der längsten Nacht und dem dunkelsten und kürzesten Tag. Und dieser Tag galt in diesen alten Kulturen, und das tut er ja heute auch noch, dass er als die Wiedergeburt des Lichts gilt. Das ist einfach der Punkt, da ist der dunkelste Punkt im Winter erreicht und danach werden die Tage wieder länger. Das heißt, das Licht kommt zurück. Und wo ich hier gerade spreche, ich weiß nicht, ob ihr es hier sehen könnt, hier fällt gerade das Sonnenlicht durch die Bäume. Ganz wunderschön, als ob das Licht wieder zurückkommt und ganz hell strahlt, als ob mich so dieses kommende neue Jahr schon ganz hell anstrahlt. Dann haben wir in diesem Jahr am 22. Dezember den Winteranfang, am 24. den Heiligabend. Und dann geht es in der 52. Woche los mit den Rauhnächten. Wir haben
den 25., der erste Weihnachtsfeiertag. Und das hier ist quasi der Januar. Und was ich mache, ist, dass ich habe immer so einen Kalender für mich und ich habe einen Ort in einem Regal, da stehen die von den ganzen letzten Jahren. Und ich nehme mir immer diesen Kalender als Notizbuch und halte auch so das hier hinten so ein bisschen frei, damit ich mir immer diese Notizen reinmachen kann fürs neue Jahr. Am 25. Dezember, da würde ich quasi so ein bisschen in mich gehen, auf den Januar reflektieren und dann werde ich immer geführt, eine Karte aus meinen vielen Kartendecks zu ziehen, die für mich für diesen Monat eine Botschaft birgt. Und ich notiere mir das, was zu der Karte kommt, die Assoziationen und auch welche Karte das war und aus welchem Deck. Das notiere ich mir hier unter dem Montag für den Januar 2024. Und so mache ich das an jedem weiteren Tag, bis die Rauhnächte dann am 5. Januar enden. Das hier ist der letzte Tag. Das hier wäre dann quasi der Dezember 2024. Ja, es gibt Tage, an denen haben wir die Möglichkeit zu räuchern und die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, auszugleichen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem der ersten Tage eine Karte ziehe, die nicht so gut ist oder wo ich merke, da kommt eine Blockade auf mich zu oder irgendetwas läuft vielleicht ein bisschen ungereimt oder so, dann gibt es mehrere Punkte innerhalb der Rauhnächte, wo wir Licht da reinschicken können und auch räuchern können, um quasi diesen Energien den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es ist also auch so ein bisschen Energiearbeit mit bei. Und diese Aktion hier auf meinem Kanal, also erstmal ist mir noch wichtig zu sagen, das ist auch so ein bisschen eine Charity-Aktion für meinen Kanal, die einfach meine Arbeit hier unterstützt. Ich investiere sehr viel Zeit und Energie in diesen Kanal, die quasi vollständig nicht bezahlt ist. Und damit ich das weitermachen kann oder annähernd weitermachen kann, mache ich zum Jahresende diese Aktion mit den Rauhnächten. Wenn du mitmachen willst, kannst du dich auf der Website anmelden. Es kostet 15 Euro und für diese 15 Euro bekommst du 12 E-Mails, immer am jeweiligen Tag. Die erste E-Mail kommt am 25.12. mitten in der Nacht, die letzte am 5. Januar. Und ja, der Erlös fließt in meine Arbeit hier hinein auf dem Kanal. Du kannst also den Kanal und meine Arbeit mit dieser Aktion unterstützen, bekommst 12 E-Mails mit 12 Videos. Und zwar ist es so, dass ich mich für die Videos auch immer für den Monat führen lasse. Und ich werde dann einfach jeden Tag 3 Kartendecks auswählen, die du in dem Video sehen kannst. Und ich werde aus jedem Kartendeck eine Karte ziehen. Und wenn das dann da so liegt, dann kannst du das quasi anschauen und eben schauen, welches Deck ruft dich am meisten. Vielleicht möchtest du dir alle 3 Botschaften anschauen, vielleicht nur eine Botschaft. Und ja, ich ziehe dann eben immer wieder eine Karte aus den verschiedenen Decks. Und da könntest du dir dann eben auch Notizen machen in deinen eigenen Kalender. Du kannst natürlich zusätzlich, wenn du eigene Karten hast, aus deinen eigenen Karten Karten für dich ziehen und das als Ergänzung nehmen. Und was wir auch machen, diejenigen von euch, die auch so ein bisschen Karten legen, und ich weiß, es sind einige da draußen, haben die Möglichkeit, eine Karte zu ziehen für die Gruppe, quasi für alle, die mitmachen und das unter dem Video zu kommentieren. Diese Videos, die sind nicht auf meinem YouTube-Kanal gelistet. Den Link bekommst du quasi dann nur über meine E-Mail. Und insofern sind wir da auch so ein bisschen unter uns. Die Videos können aber kommentiert werden. Und ja, es ist immer ganz schön, wenn diese Aktion eben auch ein bisschen lebt von den Kommentaren. Wie gesagt, die Videos sind kommentierbar, aber sie sind nicht wirklich öffentlich auf meinem Kanal. Und
Es ist immer schön, wenn wir uns da einfach auch so ein bisschen austauschen können. Ja, wenn jetzt nicht nur von mir der Input reinkommt mit den Karten, sondern wenn vielleicht der eine oder andere, wenn die Zeit da ist, auch mal eine Botschaft für die Gruppe unten in die Kommentare schreiben kann. Also ich habe ja schon eine ganze Menge Kartendecks, aber ich weiß, ihr da draußen habt vielleicht auch das eine oder andere Deck, was ich nicht habe, oder vielleicht besorgt sich ja auch noch der eine oder andere ein Deck für diese 12 heiligen Nächte. Und ja, es ist immer eine schöne Aktion, dass wir das einfach zusammen machen. Und das gibt eine super schöne, gute, positive Energie und ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Es hat im letzten Jahr ganz viel Spaß gemacht und ich hoffe, in diesem Jahr sind wieder viele dabei. Und den Link zu dieser Aktion, den poste ich dir unter das Video. Wie gesagt, es kostet 15 Euro und diese 15 Euro kommen meiner Arbeit hier auf diesem Kanal zugute. Ja, ich freue mich, wenn möglichst viele dabei sind, freue mich auf diese wunderbaren 12 heiligen Nächte und ich hoffe, wir sehen uns. Alles Liebe!